Hey draußen, hier ist wieder der Flex von Strong Flex TV, allein im Bild. Es geht um Flexibilität und zwar ganz besonders geht es um den Spagat und zwar um den Männerspagat. Und ich zeige euch nochmal eine sehr, sehr coole Übung, wie ich finde, die ich noch nie gezeigt habe, um die Hüfte geöffnet zu kriegen. Das ist ja der Schlüssel. Also Adduktoren werden gedehnt, Hüfte wird in dieser Übung geöffnet. Los geht's. So, los geht's. Ich knie hier gerade auf meiner Flowing-Matte samt Slider. Ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil von euch sowas nicht hat. Was ihr braucht, ist ein rutschiger Untergrund, wie zum Beispiel Laminat oder Parkett und dann in Kombination mit zwei Kissen, die unter die Knie dann kommen. Ansonsten bin ich jetzt, ja, wie gesagt, hier in so einem Kniestand-Fersensitz und gehe jetzt in die Position, in die es gehen soll, nämlich in einen Unterarmstütz. Habe ungefähr 90 Grad hier im Verhältnis Unterarm zu Oberarm und auch in etwa 90 Grad Oberschenkel zu Oberkörper. So, und jetzt gehst du einfach mit den Knien nach außen, soweit es dir möglich ist, an deine Bewegungsgrenze. Und jetzt, es ist kein passives Stretching, es ist ein aktives Stretching. Jetzt setzt du deine Kraft ein und drückst dein Becken nach unten und verstärkst so die Dehnung. Ja? Also das Becken wird nach unten gedrückt, Knie maximal nach außen, macht das mit der Ausatmung, ne, tief einatmen und mit der Ausatmung drück dich nach unten. Verändert aber nicht den Ellbogenwinkel, also nicht irgendwie nach vorne gehen, ja, sondern wirklich mit der Kraft arbeiten, Becken runterdrücken, Knie nach außen. So, und dann kommt Erweiterung, ich gehe ein kleines bisschen nach vorne und hier kannst du jetzt wechselseitig mit einem Knie nach hinten sliden und den Bauchnabel zum Boden pressen. Da spannt sich auch die Po-Muskulatur an. Und dann andere Seite. Ja, hier. Und dann kommst du nochmal schön auf den Hüftbeuger drauf. Ja, Po anspannen, Hüfte nach unten, wieder mit Kraft, ja, nach unten drücken. Nimm dir Zeit dafür, wenn ich so in den Kameramonitor reinschaue, denke ich, sieht ganz schön durchgeknallt aus, wie so ein abgespackter Frosch. Ja, aber der Zweck heiligt die Mittel. Es hilft euch, den Spagat zu lernen. So, jetzt hoffe ich, du findest diese Übung vergleichbar hilfreich wie ich. Und wenn dem so ist, darfst du dem ganzen Ausdruck verleihen über das Däumchen nach oben. Da einfach mal kurz drauf hitten. Das freut mich. Dann darfst du uns gerne abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Und Achtung, wenn du uns abonnierst, landest du auf unserer Startseite und da gibt es dann nochmal rechts diesen Button, wo eben abonniert steht und nebendran ein kleines Zahnrädchen, da unbedingt drauf und dann das Häkchen setzen, dass du auch informiert werden willst, wenn wir ein Video hochladen, sonst passiert das gar nicht. Die meisten denken, es passiert automatisch, habe ich auch gedacht, ist nicht so. Dann darfst du gerne noch auf Facebook vorbeischauen, auf Google+. Du darfst mal auf unserer Website reinschauen, da freuen wir uns auch. Und hier gibt es eines unserer letzten Videos zum Thema Spagat.